Was ist denn dein Problem mit mir? Ich komme hoch oder darüber und du kackst mich an. Ja? Völlig sinnfrei. Hast du dir schön dein kleines Schauspiel zusammengelegt. Aber weißt du was? Ja. Bevor du mich noch mal so angehst, kommst du erst mal runter, schläfst dich hier erst mal aus. Du bist in der Ecke getrieben von mir, okay? Du bist in der Ecke getrieben. Wer bist du? Bist du meine Mutter oder was? Nee, ich bin gar niemand für dich. Ja, also. Schreib dir das hinter deine Ohren. Runter. Für dich bin ich in diesem runter. Haus gar nichts du bist nicht meine mehr. Mutter, und wenn nicht. Du noch einmal nein, ältere Leute anschreist, wenn ich dabei bin, Fräulein, hast du ein richtiges Problem. Hast du ein Problem mit mir? Runter. Was hast du denn für ein Problem? Das Problem, dass du nichts das Problem hast? Problem ist, dass du mich mit ihm abgesprochen hast. Sag mal, wir haben uns nicht abgesprochen. Raffi, pass mal auf. Jetzt sage ich dir mal eins. Ich sag jetzt mal eins. Was soll man denn abspringen? Was soll man denn abspringen? Was denn? Ich bin reingekommen. Ja. Ich so, warum? Ich so, ihr kennt euch doch. Raffi, wir haben uns einmal gesehen. Wir haben noch nie über sie geredet. Vor allem haben wir gesagt, ihr kennt euch doch. Warum begrüßt ihr euch und sagt, ich bin der und der und macht einen auf doof? Das, was du machst, wird dein Untergang hier sein. Oh, okay? Oh, oh, oh. Ich belächle dich gerade, weil du hast überhaupt gar nichts zu sagen. Du machst eine Riesenwelle. Red vernünftig mit mir. Raffi, warte mal, nein, du musst dich überhaupt nicht erklären. Hörst du? Er will auch mal reden. Nee, jetzt hörst du mir mal nein, zu. Nein, er will auch mal reden. Er ist auch Mann genug. Ist das was Neues? Was er, du will, nee, er will auch was reden. Oder was? Dass du mal ausreden auch eine Meinung. Es ging darum, ich wollte... Du musst gar nicht dich erklären. Er hat auch eine Meinung. Was ganz anderes. Er hat auch eine Meinung. Du schreist mich du an. Schreist mich da auch nicht an. Du schreist in den Erwachsenen. Komm, Mädels, er hat auch Eier. Erik, wie war es? Es geht hier nicht um Erik. Erik, ich rede gerade mit ihm. Er ist auch Mann genug. Er hat auch Eier. Nee, Erik, war hat er gerade nicht. Okay, habe ich gerade für mich entschieden. Nee, hast du gerade nicht. Weil du dich hast du keine Eier? Weil es nämlich nicht um dich geht, Erik, sondern es geht um mich. Weißt du was, Erik? Komm mit. Hier, können wir auch morgen unterhalten klären. Am Tisch. Genau, machen wir. Genau, genau. Wir. Komm, geh rüber. Nee, du gehst rüber, okay? Ich hab dich entlarvt. Ich hab dich entlarvt. Du lügst. Oh mein Gott, widerst du mich an? Vom ersten Tag an direkt. Der ist nicht bei sich. Lass jetzt alle ein bisschen runterfahren. Entschuldigung, das war vorhin nicht so gemeint, dass, ja, jetzt, dass du jetzt mal ruhig bist oder so. Nein. Alle gut. Bist gerade, glaube ich, dass da irgendwas anderes im Spiel ist, ne? Nein, alle gut. Gut. Alles okay. Das habe ich mir einfach mal rausgenommen, dir mal die Eier abzunehmen kurzzeitig, weil das müsste ich gar nicht erklären. Melanie. Gar kein Problem mit dir, sondern mit kein dir. Kein Problem.